wenn du Freund bist, wenn du gut genug an einer Person dran bist, zu sagen, möchtest du gerade darüber reden? Wie fühlt sich das für dich gerade an? Und das, diesen Prozess der Trauer auch als das zu betiteln, als ein Prozess. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Es ist wohl einer der schlimmsten Momente, die einem Menschen passieren kann. Das eigene Kind verlieren. Er war und ist im Glauben tief verwurzelt, vielen bekannt als Liedermacher und christlicher Musiker, aber das schützt nur sehr bedingt vor dem unendlichen Schmerz des Todes der Tochter. Dennoch muss man ja irgendwie weiterleben. Ihm hat auch geholfen, seine Erfahrungen aufzuschreiben, anderen davon zu berichten, in Texten und in Liedern. Herzlich willkommen bei uns, Arne Kopfermann. Hallo, Wolfgang. Arne, ich weiß ja gar nicht, wie ist das, wenn man das immer wieder erzählen muss und wenn man sich dessen vergegenwärtigen muss. Ist das dann nicht schlimm, dass man das eben immer wieder erzählen muss? Oder hilft das auch, diese Dinge nochmal hochkommen zu lassen? Zumindest gewinnt man eine gewisse Routine damit, es zu erzählen. Es ist nicht mehr so ein Ringen um Worte und auszudrücken. Es gehört ja zu unserem Leben dazu. Und wenn man sich entscheidet, das öffentlich zu machen, bedeutet es auch, diesen Anfangspunkt der Geschichte erzählen zu müssen. Dann darf ich dich bitten, das mal zu berichten, wie das war in den Sommerferien. Ja, das war einer der letzten Sommertage, den wir als Familie hatten. Und wir sind zusammen zu einem Freizeitpark aufgebrochen in der Nähe von Lübeck. Und ich bin kurz vor dem Ende unseres Reisezieles auf eine Vorfahrtsstraße eingebogen. Die Sonne stand sehr tief und ich habe das Taxi, was mir entgegenkam, nicht gesehen. Und es kam zu einer sehr folgenschweren Kollision, in der meine Tochter vermutlich sofort tot war. Sie hat noch 10 Tage im Koma gelegen und wir haben sie in dieser Zeit begleitet in Lübeck im Universitätsklinikum. Aber es war vermutlich mehr für uns, um Abschied zu nehmen, um so langsam loslassen zu können. War damit noch Hoffnung verbunden auf ein Wunder sozusagen? Auf jeden Fall. Und zwar nicht im Sinne von, das ist nur eine Sache vom Glauben und dann passiert das schon, sondern im Sinne von, wir haben ja gar keine Wahl. Der Mensch möchte das Leben, das er liebt, festhalten und auch für die, die zu ihm gehören und die er schützen möchte. Und es ist eine fatale Vorstellung, dass ein Kind vor den Eltern stirbt und dass 10 ein Lebensalter ist, was ausreicht. Von daher war das der natürliche Antrieb, den ganz viele mit uns geteilt haben. Ja. Wir haben ja keine Wahl, hast du gerade gesagt. Das klingt ein bisschen fatalistisch. Das könnte aber auch bedeuten, ich kann mich in die Hände Gottes fallen lassen und dann ist das so, wie es ist. Schön wäre es ja, wenn es einfach so wäre, oder? Ja, und das mag es auch geben, aber Trauer und auch Verarbeitung verläuft immer in Phasen. Und eine der Phasen ist Schock, eine der Phasen ist Wut. Eine der Phasen ist, sich nicht zugestehen zu wollen, was da passiert. Eine Phase ist Klage, Anklage. Diese Frage, wie diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, die man empfindet, wie man damit umgeht. Eine Phase ist sich ergeben in die Situation. Das wäre das, was du gerade genannt hast. Und eine Phase ist zu teilen und zu schauen, was es macht. Jemand, der durch einen solchen Verlust hindurch muss, der lernt eine Barmherzigkeit mit Menschen und eine Mitleidensfähigkeit, die vielleicht vorher nicht da gewesen ist. Das habe ich von ganz vielen gehört, die trauern und die schwere Verluste zu verwinden haben und die gesagt haben, in dieser Phase meines Lebens habe ich gelernt, auf eine Art und Weise mit anderen Menschen mitzuleiden, die mir vorher nicht so gegeben war. Hast du diese Phasen denn alle auch mitgemacht? Und kommen die dann gleichzeitig manchmal? Wechseln die sich schnell ab? Kommen dann immer wieder? Oder wie ist das? Ich habe, glaube ich, alle im Laufe der Zeit mal irgendwie gestreift. Die eine mehr oder weniger. Ich denke, das hängt mit Persönlichkeitstypus zusammen. Es hängt mit so inneren Leitsätzen oder Glaubenssätzen zusammen, die man in sich trägt. Ich finde ein Bild sehr schön. Eine Dame hat mal geschrieben, wenn man in einen tieferen Trauerprozess einmündet, dann begegnet man diesen Phasen. Aber je länger diese Ursprungserfahrung zurückliegt, bei uns sind das jetzt 3,5 Jahre, man begegnet ihr auf einer anderen Ebene, wie auf einer Wendeltreppe, wo man an denselben Türen vorbeikommt, aber in einem anderen Stockwerk. Ja, mir begegnet der Schock wieder, wo ich manchmal denke, es kann doch gar nicht wahr sein. Ich höre überall um mich, wenn der Frühling gerade kommt, Kinder
toben oder Familien, die aus ihren Löchern kriechen und Fahrradtouren machen. Da müsste doch jetzt gleich meine Tochter um die Ecke kommen, so wie sie immer um die Ecke gekommen ist. Und solche Momente habe ich noch immer, aber es passiert heute auf einer anderen Ebene als in diesen ersten Wochen und Monaten danach. Da war es nicht Frühling, da war es Herbst, aber da wäre sie trotzdem auch von der Schule nach Hause gekommen. Und es war ein Gedanke, der hat alles eingenommen. Jetzt nimmt er nicht mehr alles ein, er nimmt immer noch viel ein. Also diese Ebene oder diese Kämpfe, auch das kann doch nicht richtig sein, was ich immer noch empfinde. Aber es schreit nicht mehr so lautstark in mir, es ruft anders. Das Bild mit der Wendeltreppe gefällt mir gut, aber du betrittst die für dich selbst ja. Jetzt überlege ich noch gerade, da gibt es deine Frau und da gibt es noch einen Sohn, hast du ja auch noch, den Tim heißt er, glaube ich. Gehen ihre eigenen Wendeltreppen, ja. Oder geht ihr die zusammen? Soll heißen, steht ihr immer an den gleichen Punkten? Vermutlich doch nicht, oder? Wir stehen fast immer an unterschiedlichen Punkten. Und das ist das, was Trauer so schwer macht. In Deutschland zerbrechen 4 von 5 Ehen an dem Verlust eines Kindes. In Amerika sind es sogar 19 von 20. Und einer der Auslöser ist dafür, dass man immer schon Unterschiedlichkeit zum Partner empfinden kann. Zumindest die Beziehungen, die nach dem Motto Gegensätze ziehen sich an sich formiert haben, aber die stehen einem wie in Leuchtschrift oder wie unter einem Vergrößerungsglas vor Augen, wenn man dann in eine solche Situation kommt, weil der Gedanke so ist, meine Liebsten um mich herum müssten doch am ehesten noch verstehen können, wie es mir geht, wie ich mich fühle, und ich spüre dann aber ganz, ganz vieles ist anders. Der eine trauert nach innen, der andere trauert nach außen. Der eine geht arbeiten, um zu verarbeiten und es mitten in seine Arbeit hineinzunehmen. Und der andere geht arbeiten, um zu vergessen und sich verlustfreie Räume zu schaffen. Der eine sagt, ich möchte darüber reden. Und der andere sagt, nein, ich möchte, dass du nicht darüber redest, denn es ist mein Innerstes, was du da rauskehrst. Und ich will schon gar nicht darüber reden. Der eine sagt, Trauer gehört zu meinem alltäglichen Prozess dazu. Und der andere sagt, nein, dafür reserviere ich mir bestimmte Zeiten, weil ich kann das nicht beständig anschauen. Der eine hat den Ort, wo er seine Trauer besonders anschaut, zum Beispiel das Grab, und der andere findet einen anderen Ort, ein anderes Symbol. Und der eine ist gerade dabei zu zerfließen, während der andere gerade stabil ist. Und das bedeutet, es ist ein beständiges Ringen um diesen gemeinsamen Ort. Der Moment, wo man ihn dann findet, der ist kostbar, aber leider selten. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Oder ergibt sich der dann von selbst, dass man plötzlich mal an der gleichen Stelle ist und das dann versucht festzuhalten, bevor es wieder losgeht? Wie haben wir das hinbekommen? Es gibt einen Flüchter oft und einen Bewahrer. Jemand, der sagt, es ist nichts mehr so, wie es vorher war und deswegen brauche ich das auch nicht aufrechtzuerhalten. Und der andere sagt, jetzt darf doch nicht das noch zerbrechen, was mir in diesem Ganzen, wo eh mein Leben auf den Kopf gestellt ist, noch Halt gibt. Der Bewahrer wird immer sagen, schau doch, was dieses Konstrukt ist. Ich glaube, ein Teil ist sich bewusst machen. Ich wäre durch dieses erste Jahr vor allem nicht durchgekommen ohne professionelle Begleitung. Ich habe mir irgendwann, was für einen Mann nicht so typisch ist, man denkt immer so, das schafft man schon selbst irgendwie. Ich habe mir irgendwann Hilfe gesucht, weil ich wusste, unsere Familie würde das nicht schaffen, ohne dass ich so jemand habe, der in mein Leben hineinspricht, der mir auch erklärt, was da passiert. Und ich habe begriffen, dass wir sehr unterschiedliche Dinge betrauern. Wir betrauern die Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die wir mit Sarah erlebt haben, die sich in Fotos bei uns zu Hause noch wieder präsent machen. Wir betrauern auch die Dinge, die wir nicht mehr erleben werden, wie zum Beispiel, dass ich nie auf ihrem Abiball tanzen werde oder nie ihren ersten Freund vom Hof jagen werde oder nie ihren ersten Artikel als Journalistin erleben werde, den sie geschrieben hat, wenn sie denn diesem Berufsweg gefolgt wäre. Wir betrauern aber auch eine Familienkonstellation, die es vorher gegeben hat und die so nicht mehr vorhanden ist, weil es Achsen gibt in fast jeder Familienkonstellation. Und wenn eine dieser Achsen wegbricht, ist das Auto erstmal ein Wrack, um im Bild zu sprechen. Und man muss ganz mühsam lernen, erst wieder dort einen Weg zu finden, dass dieses Fahrzeug, Familie sich fortbewegen kann. Und da hilft es sehr, wenn Menschen von außen einem spiegeln. Zum Beispiel ist es so, dass derjenige, der nach innen trauert, oft Worte, Bücher, wie dieses hier mitten aus dem Leben, verschlingt, weil er darin ganz, ganz vieles entdeckt von dem, was er vielleicht sogar selber nicht artikulieren könnte, während er aber
gar nicht möchte, dass das jemand aus seiner Familie tut. Weil er trauert ja nach innen und also will er nicht, dass das Innere nach außen gekehrt wird. Und mit dieser Spannung muss man leben lernen. Und ich glaube, das Schwerste daran ist immer, den anderen in seiner Andersartigkeit stehen zu lassen. Wenn man das schafft, also wenn man einen Weg findet, zu sagen, du bist okay, wie du bist, und nicht den anderen abkanzelt, dann hat man schon einen Weg gefunden. Jemand hat es mal so beschrieben, so ein Nach-Innen-Trauerer hat es mal so beschrieben, Trauer ist wie so eine Regentonne, wo sich beständig Wasser ansammelt und oben ist ein Deckel drauf. Und er bleibt so lange für ihn drauf, bis irgendwann das Wasser zum Überfließen kommt. Und dann sucht er sich den zurückgezogensten Ort, den er gerade findet, und den besten Freund, dessen er gerade habhaft werden kann, und lässt gerade so viel Wasser raus, dass der Deckel wieder schließt. Hätte man mich 2014 gefragt, ob das ein valider Weg ist, mit Trauer umzugehen, dann hätte ich gesagt, nein, das kann es ja nicht. Es kann ja nicht gut sein oder gesund sein, Trauer unterm Deckel zu halten. Heute würde ich sagen, fantastisch, dass du einen Weg gefunden hast, wie du durch deine Trauer hindurchkommst, weil das ein langer Prozess ist und weil man das Tempo oft selbst ganz gut empfinden kann, in dem man gehen muss. Und dieses Tempo muss man den anderen in der Familie auch zugestehen. Ich habe dich jetzt, glaube ich, 5 Minuten am Stück reden lassen, was, glaube ich, auch gut war, weil so vieles so authentisch rübergekommen ist. Authentisch, immer ein großes Wort, aber so überzeugend, weil du da erzählt hast von Dingen, die so wenige Leute nachvollziehen können, weil sie es eben selbst nicht erlebt haben. Das muss sich auch auf deine Musik ausgewirkt haben, oder? Oder ging das dann gleich mit Worship weiter, wie du das immer so gemacht hast? Die erste Frage war wirklich, habe ich überhaupt noch Lieder zu schreiben? Ich habe in meinem Leben etwas über 600 geschrieben. Und da sind viele Themen dabei, die ich gestreift habe. Interessanterweise auch das Thema Ewigkeit, was mich sehr begleitet hat. Ich glaube sehr fest daran, dass eine der Grundhoffnungen, die wir als Christen sind, dass das erst die Vorspeise ist, was wir hier erleben, dass die Spanne dieses Lebens sehr kurz ist und dass das eigentliche große Fest und das eigentliche Leben auf uns wartet. Und darüber habe ich eine Menge geschrieben vorher schon. Und meine Frage war wirklich, ob ich noch etwas darüber hinaus zu sagen habe, weil ich mich in vielerlei Hinsicht sprachlos fühlte, obwohl es viele Worte gab. Aber es gibt so einen Ring um Texte. Und ich glaube, eine der Dinge, die sich am ersten eingestellt haben, wenn ich für die Gemeinde geschrieben habe, ist, dass ich noch mehr mir bewusst geworden bin, dass viele Lieder, die wir in der Gemeinde singen, extrem vollmundig sind und dass da von der eigenen Nachfolge genauso vollmundig gesungen wird wie von Gott. Also ich gehe mit dir, Gott, durch dick und dünn bis zum Ende der Welt. Ich folge dir bis zum Letzten und wir zusammen klettern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Erfahrung zu Erfahrung, von Segen zu Segen. Und ich merkte, wie das in mir ein ganz starkes Aufbegehren gab, weil das Leben nicht so ist. Das Leben verläuft in Wellen und manchmal haben wir das Empfinden, dass wir wie eine Standleitung zum Himmel haben. Das war vorher schon so. Das war vorher, aber das hat sich sehr bestärkt durch diesen Verlust, weil mein Gottesbild sich auch in einem Veränderungsprozess befindet. Wenn man lange von Schutz ausgegangen ist, davon, dass das Gott vor so einem Unfall schützt und der dann ins Leben bricht und man fragen muss, wo war der Schutz da und wie war der vielleicht anders? War der vielleicht, dass Sarah möglicherweise von einem Moment zum nächsten gegangen ist? Wenn man lange am Bett seines Kindes gesungen hat, morgen früh, weil du willst, weil Gott will, wirst du wieder geweckt, weil man diesen Satz nicht ertragen konnte, der da eigentlich ursprünglich von dem Lieddichter mal gedichtet wurde, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und man sich dann bewusst macht, dass das Lied in einer Zeit geschrieben worden ist, wo Kindersterblichkeit viel, viel häufiger vorkam und es eine sehr reale Erfahrung war, dann kommt in einem Liedschreiber dieser Gedanke auf, davon muss es doch mehr Ausdruck geben. Du hast auch Ausdruck gefunden. Du hast uns ein Lied mitgebracht, das hören wir uns jetzt gerade mal an. Hinter den Horizont und auch den Regenbogen, wo du wohl restlos glücklich bist, ich würde mich so gern an deine Seite träumen, in diese unbeschreiblich schöne Welt. Und nicht gestrandet sein in Zeiten und in Räumen, wo du mir noch so lange fehlst. Der Tag, er kommt, bestärkt. Wenn wir zusammen sind,
wenn sich die Lücke schließt. Dann sehe ich dich, sehe ich dich, mein Kind. Denn der Schmerz und die Schönheit sind zwei Seiten einer Münze. Ja, das Leid und der Glaube widersprechen sich nicht. Da ist kein Licht ohne Schatten, kein Vertrauen ohne Zweifel. Doch am Ende steht Schönheit und der Schatten verweist aufs Licht. Ja, der Schatten verweist aufs Licht. Dann sehe ich dich, heißt das Stück, sehr eindringlich. Aber vor allen Dingen ist mir gerade dieser Schluss, ihr nennt das als Musiker, glaube ich, Bridge, in Erinnerung geblieben. Das hat mich sehr angerührt. Das ist ja, kannst du das nochmal zitieren? Denn der Schmerz und die Schönheit sind zwei Seiten einer Münze. Ja, das Leid und der Glaube widersprechen sich nicht. Da ist kein Licht ohne Schatten. Kein Vertrauen ohne Zweifel. Doch am Ende bleibt Schönheit und der Schatten verweist aufs Licht. Die Schönheit, ist das die Antwort auf die Frage des Wozu? Denn du sagst ja, Leid und Glaube widersprechen sich nicht. Also ich frage gar nicht nach dem Warum, sondern ne, das ist immer die große Frage. Aber wozu ist ja eine andere Frage. Hast du darauf irgendwie eine Antwort gefunden? Ja, aber keine, mit der ich mich gerne zufrieden gebe. Ich erwarte, dass es eine Schönheit ohne Schmerz gibt. Und ich erwarte sie nicht im Hier und Jetzt. Ich glaube, dass die Welt an vielen Stellen ächzt und stöhnt, dass sie an vielen Stellen erlösungsbedürftig ist, dass vieles, was uns auf der Welt begegnet, das sehr deutlich macht. Man muss einfach nur 5 Tage hintereinander mal die Tagesschau angucken. Und dann weiß man, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt in diesem wunderschönen Leben, die total im Argen liegen und die uns bewusst machen, dass das so ursprünglich, wenn es denn jemand gab, der sich das ausgedacht hat, nicht das Ziel gewesen sein kann. Und also leben wir in einer Erwartung auf eine Schönheit hin, die nicht so kompromittiert wird und die nicht so zerrissen sich anfühlt. Und dieses Empfinden habe ich sehr stark, dass wenn ich etwas Schönes sehe, ob das ein wunderschöner Sonnenuntergang ist, ein tolles Land oder wunderschöne Musik höre, dass sie sich für mich beständig mit Schmerz mischt. Und diese zwei Seiten nebeneinander stehen zu lassen, finde ich einen sehr realistischen Umgang mit Trauer. Zu sagen, es gibt eine Hoffnung und die Trauer hat nicht das Recht, den Glauben abzusprechen, aber der Glaube hat auch andersrum nicht das Recht, der Trauer die Tragweite wegzunehmen. So nach dem Motto, wenn man nur genug Hoffnung auf die Ewigkeit hat, dann tut es ja nur noch halb so weh, weil das tut es nicht. Jetzt hast du ja viel durch deine Konzertreisen früher schon und jetzt eben auch wieder Einblick in Gemeinden. Ja. Vielleicht ist in vielen Gemeinden ja das Worshipen dann auch immer gerade vorneweg und diese anderen Dinge kommen eher so im Privaten vor. Vielleicht vertue ich mich aber auch. Hast du da Möglichkeiten gefunden in Gemeinden, nicht für dich persönlich, aber für Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, wie man da mit Trauer umgeht? Oder ist aus deiner Sicht heute da noch vieles nachzuholen? Da ist in jedem Fall vieles nachzuholen, aber ich mache zum Beispiel Konzertlesungen mit den Songs und den Inhalten des Buches, indem ich darauf hinweise. Zum Beispiel, dass wir ein Urbuch haben, was so als das Buch für Lobpreis und Anbetung im Alten Testament angesehen wird, die Psalmen. Nur leider haben die meisten Leute der Worship-Kultur 65 Psalmen rausrevidiert, die nämlich, wo es sehr manifeste, sehr anfassbare Klage gibt. Brian Dirksen hat es auf den Punkt gebracht, Lament is the missing link in Worship, sagt er. Also die Klage ist das fehlende Bindeglied zwischen Lobpreis und Anbetung und dem Leben mit seinen traurigen und Verlustseiten. Und ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass da oft drüber gebügelt wird. Jemand anders hat mal gesagt, die christliche Armee ist die einzige, die auf ihre Verwundeten noch schießt. Damit will er sagen, es ist total schwer, wenn man einerseits ein hartes Los zu tragen hat und andererseits den Satz hört, ja, du hast nicht genug geglaubt oder du hast nicht genug festgehalten an dem, was dir war und deswegen tut es noch so weh. Manche Leute
meinen auch, man würde so eine Verwundung innerhalb von 2-3 Jahren wegstecken können und müsste dann doch zur Tagesordnung übergehen. Und das ist einfach eine Haltung, die oft durch Unwissenheit entsteht und manchmal auch durch die pure Scheu, sich dem zu stellen. Und manche Leute hauen auch lieber mal so einen Bibelvers raus, als dass sie sich wirklich das Leid des anderen aufs Herz legen lassen. Das heißt, du würdest dir wünschen, im Umgang mit Trauernden mehr Empfindsamkeit, mehr Sensibilität? Ja. Noch etwas? Also ja, mehr Zeit geben. Diesen inneren Impuls zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, nachzugehen, weil das ist ein guter Impuls. Also als die schönste Urgeschichte im Umgang mit Hiob ist vielleicht diese Szene, wo die Freunde kommen und dann 7 Tage erstmal bei ihm sitzen und kein Wort sagen und schlicht mitweinen und aushalten, dass das etwas so Dramatisches ist, was in sein Leben getreten ist, dass alles, was es jetzt braucht, nicht große Worte sind, sondern Berührung. Und das ist eine Qualität, die manchmal fehlt. Auch Zeit zu geben, auch nicht zu sagen, alles wird wieder gut. Der Satz, alles wird wieder gut, mag in ganz finaler Sicht stimmen, aber oft über viele Jahre bleibt vieles nicht gut. Da ist vieles ganz schlecht. Und ein zu frühes, pass mal auf, das wird schon wieder. Ja, so diese Durchhalteparolen, die helfen nicht. Nimmt nicht ernst, was du erlebt hast. Ganz genau. Was würdest du auf der anderen Seite den Leuten erzählen? Zum Glück sind ja nicht so viele in solch einer furchtbaren Situation, extrem, aber Trauernde gibt es ja genug. Was würdest du denen empfehlen? Im Umgang zum Beispiel zu sagen, nicht, wenn ich irgendetwas für dich tun kann, sag mir nur, was es ist, weil der Trauernde oft gar nicht dazu in der Lage ist. Er ist einerseits von wenigen Tätigkeiten erschöpft und andererseits scheint das Leben wie so im Zeitraffer an ihm vorbeizuziehen. Das ist so eine ganz verrückte Mischung. Da hilft es zu sagen, ich würde Mittwoch, Donnerstag oder Freitag für dich kochen. Wann soll ich denn kommen? Und dann auch nicht ins Haus zu kommen und noch eine halbe Stunde Gespräch zu suchen über die Situation, sondern vielleicht den Topf einfach an die Tür zu hängen. Freunde von uns oder Nachbarn haben, als dann der erste Schnee kam im Jahr 2014, einfach für 1-2 Wochen unseren Weg geschippt, ohne zu fragen. Und andere haben gesagt, pass mal auf, wir gehen gerade einkaufen, können wir euch was mitbringen? Also so ganz praktische Hilfe, die hilft enorm. Aber viele sagen, das zweite Jahr ist das schlimmste Jahr, weil im ersten Jahr sind viele noch sehr aufmerksam und im zweiten Jahr wissen die Leute gar nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen und stellen das Gespräch ein und das kann sich für den Trauernden noch viel isolierter anfühlen, als das erste Jahr schon gewesen ist. Gerade in diesem zweiten Jahr ist es total hilfreich, immer wieder Signale auszusenden, wenn du Freund bist, wenn du gut genug an einer Person dran bist, zu sagen, möchtest du gerade darüber reden? Wie fühlt sich das für dich gerade an? Und das, diesen Prozess der Trauer auch als das zu betiteln, als ein Prozess. Kannst du dem Trauernden auch noch was mitgeben, wenn man das so allgemein überhaupt kann? Du hast ja beschrieben, dass es alles sehr individuell ist, aber ja trotzdem. Ja, das ist natürlich die eine Frage ist, was gibt mir Hoffnung? Wie kann ich in Bewegung bleiben? Wir hatten eine fast skurrile Szene als Freunde von uns an dem ersten Tag, nachdem wir aus dem Krankenhaus wieder zurückgekommen waren, uns abends sagten, und nächstes Jahr im Mai laufen wir einen Marathon auf der chinesischen Mauer. Also ich war zwar Läufer und wir hatten so eine Jogginggruppe, aber es war jedem, der da im Raum saß, war in dem Moment in dieser Überspitzung klar, es gibt ein äußeres Zeichen, das Laufen für einen inneren Prozess nicht stehen zu bleiben. Und das haben wir gemacht. Und ich bin buchstäblich ein Jahr später einen Halbmarathon gelaufen. Nicht auf der chinesischen Mauer und auch nicht in einem großen Event, sondern mit einem Freund zusammen im Vordertaunus. Aber das hat mir sehr gut getan, so einen äußeren Ausdruck zu finden. Das Laufen war das Entscheidende. Laufen war wichtig. Und Freunde, mit denen ich laufen gegangen bin und wo ich auch die Möglichkeit hatte, zu reden und zu erzählen oder es zu lassen. Dann für sich herauszufinden, welcher Typ von Trauerer bin ich? Bin ich der nach innen geht? Bin ich der es wegpacken muss? Und wenn ich es wegpacken muss, mir bewusst zu machen, das geht nicht zu lange. Irgendwann kommt es als Boomerang zurück. Also sprich, zu schauen, wie mache ich mir meine Trauer bewusst und welche Dinge tun mir gut, dass sie eingezäunt ist, dass sie nicht allumfassend ist. Ich beschreibe auch oft, dass ich eine Ewigkeitssehnsucht in mir habe, aber dass ich das trenne von einer Todessehnsucht. Eine Todessehnsucht ist etwas sehr Zerstörerisches, weil sie im Prinzip sagt, hier kann es nicht besser werden und dementsprechend ist das Scheiden aus dem Leben mein engster Weg. Und wenn diese Tendenz vorhanden ist, dann brauche ich dringend Hilfe.
Und so wie so Marker zu setzen und zu schauen, wo bin ich gerade und was tut mir gut, ist Vertrauen ist sicher wichtig. Danke dir, Arne. Also wir können hier noch stundenlang weiter erzählen. Ich glaube, dass es auch für viele Zuschauer sehr, sehr interessant und spannend wäre. Aber jetzt müssen wir leider aufhören. Ich glaube, dass du trotzdem einigen oder vielleicht sogar vielen geholfen hast. Nicht so viele sind in solch einer Situation, aber überhaupt sich diesem zu stellen. Ganz herzlichen Dank dafür, für dieses offene Gespräch. Alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn wir wieder da sind bei Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.